müssen halt erst gucken, wie die mich aufnehmen. Und seit ich dann hier bin, macht es halt eh sowieso Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier in der Albert-Schweizer Realschule in Böblingen. Mein Name ist Martin Decker, ich bin Kooperationskoordinator über das Evangelische Jugendwerk in Böblingen hier an der Schule. Seit diesem Schuljahr haben wir die Jugendbegleiterqualifizierung für die Inklusionsarbeit geöffnet. Seitdem bieten wir an der ASR die AG der kleinen Köstlichkeiten an, an der die Laura, eine Jugendbegleiterin mit Beeinträchtigungen, teilnimmt. Also der Jugendbegleiter hier an der Schule, vor allem auch an der Albert-Schweizer Realschule, wird eingesetzt für AGs, Workshops, die hier stattfinden. Jugendbegleiter kann jeder werden ab 14 Jahren. Und wie gesagt, dieses Jahr dann auch erstmalig Menschen oder Jugendliche mit Einschränkungen. Und dann gibt es die Erweiterung jetzt durch den Inklusionsbegleiter. Und der Inklusionsbegleiter wird Jugendbegleiter, die eine Einschränkung haben, in Zukunft begleiten oder darf auch an Förderschulen beispielsweise agieren. Das Ziel der Arbeit ist sicherlich, dass Menschen mit Einschränkung und Menschen ohne Einschränkung einfach zusammen ein Erlebnis haben, zusammenarbeiten können, auch eine gewisse Normalität bekommen, also vor allem natürlich die Menschen ohne Einschränkungen. Und das haben wir sicherlich erreicht jetzt in unserer Jugendbegleiterqualifizierung. Da haben wir 28 Jugendliche und davon sind 3 Jugendliche mit Einschränkungen dabei. Und das war vom ersten Tag an so, dass die miteinander kommuniziert haben, miteinander umgegangen sind und es war vom ersten Tag an normal. Ja, die AG, das ist die AG der kleinen Köstlichkeiten. Wir kochen ohne Herd, Fingerfood, weil es sich herausstellt, dass der Herd für die Kinder ein bisschen schwierig ist. Ich erkläre den Kindern, wenn sie hier sind, wie die Rezepte laufen, eins nach dem anderen. Und die bereiten das dann zu, packen es am Ende von der Stunde ein und können es mit heimnehmen und ihren Eltern zeigen. Ich finde es schön jetzt, dass ich da mit den Kindern helfen kann und mit denen zusammen auch mal kochen kann und denen was Schönes mache. Und das ist auch sehr gut, dass ich dann halt einfach da was zusammen mit den Kindern was zu tun habe. Die anderen müssen halt erst gucken, wie die mich aufnehmen. Und seit ich dann hier bin, macht es mir halt eh sowieso Spaß mit den Kindern wieder nachher zusammen. Das macht mir halt Spaß nämlich. Also ich finde es gut, dass sie da ist. Sie hilft Daria auch manchmal, teilt Sachen aus und so. Und sie hat ja auch ein Recht darauf, so zu sein, wie wir sind. Ich gehe in die 8. Klasse und mache gerade meine Jugendbegleiter-Hospitation mit Laura zusammen. Ja, wie ich es finde, dass Laura dabei ist, also ich finde es eigentlich sehr gut, weil sie lernt dadurch auch selber noch etwas für sich und wir Kiddies auch, dass wir anders auch mit, also dass man genauso umgehen kann mit Leuten, die irgendwas haben, als mit normalen Leuten, weil sie ist auch nur ein normaler Mensch und sie ist ein super nettes Mädchen und hat einen wunderschönen Charakter, finde ich. Und weil sie macht ja auch immer super toll mit und bemüht sich mal alles hinzukriegen. Gell, oder? Findet ihr das nicht alle so? Ja, und deswegen, ich finde es voll gut, dass sie hier ist. Also die größte Herausforderung, an die wir gestoßen sind, ist sicherlich, wir haben ja eine Teilnehmerin im Rollstuhl dabei. Und was wir festgestellt haben, ist in den Böblinger Schulen, herrscht wenig Barrierefreiheit. Das bedeutet, wir waren gezwungen, jetzt die Teilnehmerin im Rollstuhl in der Grundschule einzusetzen, also hier in der Friedrich-Sicher-Grundschule Böblingen, weil sie da mit dem Rollstuhl einfach reinkam. Es gibt aber viele Schulen in Böblingen, wo sie mit dem Rollstuhl gar keine Möglichkeit hatte, überhaupt reinzukommen. Und das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Also für mich ist die Herausforderung, dass ich mich auf Leute einstellen muss, wo ich mir überlege, wie ich es genau erkläre, weil ich muss etwas detaillierter erklären als jemandem anders, weil einfach ja, das Hinterherdenken nicht in dem Sinn vorhanden ist. Ansonsten habe ich in meiner Jugendzeit schon Freizeiten mit Behinderten gemacht, Reinbehinderten, immer am Samstag, wo es noch einen langen Samstag gab. Von dem her wusste ich, was auf mich zukommt und auf was ich mich da einlasse. Was guckt ihr mich alle an?
Was mich persönlich da total begeistert, ist das Miteinander, das zu erleben an jedem Wochenende, wo wir Jugendbegleiterqualifizierung haben, ist unglaublich. Jeder Mensch ist wichtig, jeder Teilnehmer ist wichtig und das erlebe ich jedes Mal und das finde ich unglaublich toll. Was sicherlich noch toll ist oder was jetzt eine kleine Geschichte, die mir eine Jugendbegleiterin schon erzählt hat, die Sensibilisierung von jedem Einzelnen wird total geschärft durch das Thema Inklusion. Eine Teilnehmerin hat mir erzählt, dass sie beobachtet hat, wie jemand auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat, der offensichtlich nicht behindert war. Und sie ist hingegangen und hat ihn angesprochen und gefragt, ob er behindert ist und ob er eine Berechtigung hat, dort zu parken. Und er verneinte das. Und dann hat sie ihn gebeten, bitte woanders zu parken. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, unglaublich, hat sich jeder Einsatz gelohnt. Einfach toll, dass die Jugendlichen jetzt schon so sensibel damit umgehen. Meine absolute Begeisterung ist die Normalität. Es ist mittlerweile ganz, ganz normal, ob Menschen mit Beeinträchtigung oder mit weniger Beeinträchtigung zusammen sind. Wir sind alle ein großes Team und das Wir zählt. Ich kann nur allen wärmstens empfehlen, gemeinschaftlich in die Inklusionsarbeit einzugehen und die zusammen zu entwickeln, weil somit verändert sich was komplett. Das Wir-Gefühl wird gestärkt und wir gehen energiegeladen in die Zukunft.